Vektorgeometrie Ebenen und hier die Ebenengleichung in Parameterform. Okay, so ist der allgemeine Ansatz von der Parameterform. Zunächst mal, also Ebenebezeichnung wieder Vektor x. Dann haben wir hier die Koordinaten der Ortsvektor vom Stützpunkt, also von einem beliebigen Ebenenpunkt. Und dann haben wir diesmal eben zwei Spannvektoren, also bei der Gerade gab es nur einen Richtungsvektor, eine Ebene wird aufgespannt durch zwei Spannvektoren, Vektor u, Vektor v. Wichtig ist, dass die beiden in der Ebene verlaufen natürlich und dass die keine Vielfache voneinander sind, dass die linear unabhängig sind. Weil wenn die aufeinander sozusagen drauf verlaufen, dann haben wir nur eine Gerade. Und r und s sind Parameter. Okay, also das ist hier ein Beispiel. Minus 3, 3, 1 ist jetzt der Stützpunkt von der Gerade. Und dann haben wir Einrichtungsvektor 3, 0, 0 und Einrichtungsvektor 0, minus 3, 0,5. Wie komme ich dann zu den Koordinaten? Also die Koordinatenebenen kann man auch in Parameterform darstellen. Also hier jetzt mal die x1, x2 Ebene. Als Stützpunkt nehme ich natürlich direkt den Ursprung. Der liegt nämlich auf jeden Fall mal drauf. Und dann brauche ich noch zwei Spannvektoren. Da kann ich ja gerade die Achse verwenden. Also hier die x1-Achse kann ich verwenden als erster Richtungsvektor 1, 0, 0 und die x2-Achse als zweiter Richtungsvektor 0, 1, 0, die sind ja definitiv unabhängig. Entsprechend kann ich auch die x2, x3 Ebene darstellen und die x1, x3. Elementare Aufgabestellungen in Parameterform. Also zunächst überprüfen wir, ob ein Punkt in der Ebene liegt, eine Punktprobe. Also Beispiel, hier liegt dieser Punkt Q in der Ebene. Genau vorgehen wie vorhin bei der Gerade. Die Werte von Q, also der Ortsvektor von dem Punkt Q, wird hier für x eingesetzt. Die Geradengleichung steht rechts. Ja, dann wird dieser Vektor noch auf die andere Seite gebracht und ich habe dann auf jeden Fall jede Zeile eine Gleichung. Ich habe ein lineares Gleichungssystem. Drei Gleichungen, zwei Unbekannte. Ich muss das Gleichungssystem lösen. Hier ist es relativ einfach. R gleich 1,5, S gleich 2, S gleich 2. Wichtig ist, dass bei allen drei Zeilen die gleiche Werte rauskommen. Und wenn ich eine eindeutige Lösung habe, dann liegt der Punkt Q in der Ebene. Wenn ich hier einen Widerspruch bekomme, S gleich 2 und dritte Gleichung S gleich minus 2, dann liegt der Punkt nicht in der Ebene. Diese Werte kann ich auch interpretieren. Also für R gleich 1 und S gleich 1 bekomme ich ja gerade diese Spannvektoren und R ist jetzt 1,5, das heißt der Vektor U wird für eineinhalbfach von der Länge her und der Vektor V wird verdoppelt und dann komme ich zu diesem gesuchten Punkt Q in der Ebene. Zuletzt noch eine Ebenengleichung aufstellen aus drei Punkten. Ich habe die Koordinaten von drei Punkten gegeben und möchte eine Ebene, die durch diese drei Punkte verläuft. Wie gehe ich da vor? Zunächst mal, also hier am Beispiel und hier oben allgemein. Ich nehme natürlich mal den ersten Punkt direkt als Stützvektor. Also OA bzw. 0, 1, 2, das ist dann direkt mein Stützvektor. Und dann bilde ich von dem Stützvektor aus den Vektor AB. Hier. Den erhalte ich ja dadurch, dass ich die Koordinaten von B nehme minus die Koordinaten von A. Dann von A nach C, das sind die Koordinaten von C, minus die Koordinaten von A. Und dann wird noch kurz verrechnet und schon ist die Ebene fertig. Ihr seht, es geht relativ schnell. Also die Parameterform, es gibt ja noch zwei weitere Formen, wie man Ebene darstellen kann. Die Parameterform ist oftmals geeignet, also dafür sehr gut geeignet, eine Gleichung aus drei Punkten aufzustellen. Für das Rechnen ist die Parameterform einfach aufgrund ihrer Vektorstruktur manchmal ungeeignet. Das kommt dann aber noch.